Hallo und herzlich willkommen zum Kettenreaktionskomplex 1 im Koop von Markus Obi 0. Hier zusammen mit dem Rahmschnitzel P. Yo! And on the other side, the ultimate next day. Yes, yo, that's yo. Me! Und zusammen machen wir eine prima Kettenreaktion. Das sag ich dir, du. Und geht voll ab gleich hier, meine lieben Leute. Hey, Dude, Nasty, hat der Ersteller auch eine Fragezeichen bei dir? Yo, man! Hier ist voll das Question Mark, Alter! Oh. Vielleicht, weil er Question Mark. Nicht eher Rückenmark? Lass uns anfangen. Ich bin so alt, ich hab Rückenmark. Oder Yo Marky Mark. Gut, wollen wir anfangen? Unbedingt, sonst wird's noch schlimmer. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Willkommen zu Portal 2. Wir machen eine Kammer, die uns eingeschickt wurde von einem Zuschauer. Dessen Namen ich leider vergessen habe. Der war bestimmt was mit Markus. Markus Obi. Eine Null war am Ende auf jeden Fall. Daran kann ich mich entsinnen. Das hast du schön gemacht gerade. Dankeschön. Wir haben einen Würfel bekommen. Und noch einen. Dieser Würfel kann multifunktional verwendet. Aua, werden. Ellie, was machst du? Du kannst nicht meinen Flausch stören gerade. Dein Flausch? Flausch, ich geb dir gleich mal Flausch. Hier, bitteschön. Aua. Aua. Obwohl das Zorro direkt vor mir stand. Der ist ganz schön gesprächig gerade. Oh, jetzt ist er ganz schön ungesprächig. Ist ja gemein. Er ist spontan verstummt. Spontanverstummung? Das ist sowas ähnliches wie eine Magenverstummung. Halt, wenn man Bauchredner ist, ne? Plötzlich sagt er nichts mehr. Ich habe ab und zu spontan Verdummung. Das, Die Synchrone gerade hier hochgelaufen sind. Scheiße. Aber eine Magenverstummung? Ich glaube, das muss als Bauchredner echt blöd sein. Ich stimmt, will jetzt ja einfach nochmal an diesem Witz festhalten, weil ich den so super finde gerade. Ja, kein Problem. Deswegen werfe ich den noch ein paar Mal in den Raum. Weißt du, was eine Magenverstummung ist? Ja, das ist, wenn Bauchredner im Stimmbruch sind. Stimmbruch? Naja. Bauchredner im Stimmbruch? Ja. Naja. Ist das dann, ist das quasi so ein Faltkörper, was man da hat, oder wie ist das? Dass man da einfach zack in der Mitte so zusammenklappen kann, Stimmbruch. Oder ist Stimmbruch, wenn sich quasi der Magen ausdehnt und dann ist da, damit da mehr, ne, und so, wie das bei den Stimmbändern halt auch ist. Ja. Hat man plötzlich einen Kehlkopf im Bauch, ist auch blöd. So, was machen wir eigentlich hier? Ich weiß es nicht. Wir sollten da oben hin. Ja. Wo der Ausgang ist, hier haben wir gedrückt, das ist gut. Die zwei Würfel sind gekommen. Ja, was machen die denn? Also ich bin jetzt... Wir haben den Laser, der Laser halt ausgibt. Oh, kann man da hoch? Ja. Ich weiß noch nicht, inwieweit uns das voranbringt. Da hinten ist noch ein Knopf. Was, wo? In the Ecke. Ach so. Ich drücke ihn. Ja? Hast du den nicht schon gedrückt? Nee. Ah, guck mal, jetzt, das war's schon. Du kannst jetzt hierher kommen, dann haben wir gewonnen. Wie, das war's schon? Wir haben gewonnen! Ich will nicht gewinnen. Was habe ich denn gewonnen? Nein, jetzt zerstörst du die Würfel! No! Was ist das für ein Rumgehampel da? Ah, jetzt hat er... Oh! Beide was ist getroffen. Das für ein Automatismus hier? Automatöse. Ja, jetzt... Ach so, das war gar nicht so vorgesehen, dass er mir hoch kann. Merke ich gerade. Man sollte eigentlich hier die Treppe nehmen. Wie bist du da hochgekommen? Hier war da oben ist eine Portalfläche. Warum ist denn eine Portalfläche? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber. Ach so. Wenn du da hinten den Knopf... Ach so, die ist dafür da, damit du dann von da hinten schnell hierher kommst. Das ist aber ja no problem hier. Du musst halt rüberspringen. Ja, oder so. Ja, genau. Nö. So, dann kommst du her. Genau. Ja. Und dann stellen wir uns hier hin. Und schon ist ja lang. Also, das ist ja kurz. Ja.
Ha. Das ist aber jetzt echt die kürzeste Map, die wir bisher gemacht haben. Stimmt, die... Das reicht da nicht mal für ein Quickie. Das ist ja irgendwie... skandalös. Da haben wir so eine schöne Ansage gemacht. Ja. So mit viel Liebe und Mühe und Love für Peace, yo. Yo. Und dann sowas. Das heißt, wir müssten jetzt noch 10 Minuten quatschen, damit wir auf den Viertelstand kommen. Ja, weiß ich nicht. Wir können ja mal das Thema anschneiden, was wir vor dem Beginn dieser Aufnahme angeschnitten hatten. Und zwar, liebe Leute, genau, wenn wir so einen auf Amerikaner machen, ja, oder wenn wir einen auf Sachse machen oder sonst was, ja, ja. Gibt es da jemanden von euch, gibt es Sachsen, Amerikaner unter euch? Du meinst die Kombination. Genau. Nein, gibt es Menschen unter euch, die in Realität nun mal so reden und sich dann durch uns verarscht fühlen? Ist es irgendwie, diskriminieren wir euch oder so? Oder ist es eher... Das ist halt, ich meine, wir sind jetzt nicht die allerbesten Stimmenimitatoren der Welt. Was? Hab ich so gehört. Ich weiß nicht, wer das gemeint hat, aber deswegen, ne, ist halt, es ist ja quasi nicht eine Imitation, sondern so eine leicht karikierende Sache, die wir hier bringen. Ja. Das heißt, es ist vielleicht nicht so ganz originalgetreu. Das heißt, Kakao ziehen ist hier durchaus, nicht nur durch die Nase angesagt, sag ich mal. Sonst ziehst du deinen Kakao immer durch die Nase? Ja, da habe ich einen speziellen Strohhalm für. Das ist... Klingt toll. Klingt ja wirklich... Ja. Aber es geht in quasi das Thema... Ich meine, ich denke mal, die meisten werden da überhaupt kein Problem mit haben. Ja. Aber es gibt ja... Hat man jetzt ja gerade in den Medien quasi gehört. Also für die Leute, die jetzt das in einem halben Jahr erst schauen, das ist schon lange her, ne? Ist nicht mehr aktuell. Aber halt gerade hier mit, dass die Zigeunersoße ja umbenannt werden sollte oder dass das gefordert wird, dass die umbenannt wird, weil das Zigeuner halt beleidigen könnte und sowas, weil die sich da angegriffen fühlen und sowas. Ich frage mich halt... solche Sachen, ne, auch hier mit Negerkuss und sowas, da ist es vielleicht noch ein bisschen verständlicher, aber Zigeunersoße, ich weiß nicht genau. Die Sache ist die, wie ist denn, ich kenne leider die Hintergründe da nicht, deswegen möchte ich eigentlich auch gar nicht zu viel dazu sagen, aber ich würde einfach mal sagen, dass die Zigeunersoße, kann es eventuell sein, dass die sogar von einem Menschen dieser Zugehörigkeit erfunden wurde? Ich weiß es nicht genau. Und dass derjenige die eventuell sogar selbst so genannt hat, weil dann finde ich es absolut okay. Naja, die Sache ist halt, ich habe mir da mal ein bisschen was zu durchgelesen, es ist ein Rezept irgendwie, was schon hunderte Jahre alt ist. Okay. Von daher, das quasi, dass es später dann durch irgendwelchen Rassismus und sowas später sich so entwickelt hat, dass der Name eigentlich irgendwie negativ besetzt werden könnte oder negativ verstanden werden könnte, das kam ja eigentlich erst wesentlich später. Ist im Prinzip mit Neger und Mohren und was weiß ich was, alles ja jetzt auch ähnlich. Die Namen gab es ja schon vorher. Es ist halt nur das, was man aus dem Namen dann eigentlich macht am Ende. Das stimmt. Und was ich mich auch frage, wer hat denn damit angefangen? Hast du das zufällig auch gelesen? Womit? Mit der Soße? Nee, mit dieser Diskussion, dass die Zigeunersoße umbenannt werden soll. War das ein Zigeuner, der das gesagt hat? Oder war das ein gelangweilter Politiker, der wieder nichts Besseres zu tun hat? Ich glaube, das ist von hier, ich weiß nicht, wie der Verein genau heißt, aber halt von einem Verein, wo anscheinend sich ein paar Leute persönlich auf den Schlips getreten fühlten, dass das so heißt. Also nicht irgendwie, weil der gerade ein Sommerloch war, bei irgendjemandem. Ja. Aber es sind ja immer so Sachen, die ein bisschen, weiß ich nicht, da denkt man sich auch, oder hat, da habe ich mir halt auch ein Interview mit dem Vorsitzenden da von dem übergeordneten Verein oder was weiß ich, was das war, wo das andere halt, wo die Klagenden halt ein Unterverein sind, da hat der Vorsitzende von dem anderen halt gesagt, ja, das ist, er ist sich auch nicht sicher, ob es nicht andere Themen gibt, die wichtiger wären zu bereden auf der Welt. Ne, mal so gesehen. Genau, das denke ich mir eigentlich fast immer bei solchen Diskussionen. Also, okay, manchmal, bei manchen Sachen kann ich es halt echt verstehen. Also, was weiß ich, keine Ahnung. Dass halt wirklich Menschen dadurch oder Menschengruppen dadurch tatsächlich diskriminiert fühlen, aber ich meine, inwieweit ist es eine Diskriminierung, wenn jemand irgendeine Soße nach mir benennen würde? Wo ist das Problem? Ist halt erstmal die Frage, wer will das überhaupt tun? Ja, erstmal das. Es würde ja niemand essen, das Zeug. Benennen. Eben.
Nee, aber also inwieweit, wenn ich mich beleidigt fühle, wenn es Zigeunersoße heißt, dann bezeichne ich mich doch quasi selbst als Zigeuner oder identifiziere mich mit dem Namen Zigeuner. Und da liegt doch das Problem und nicht darin, dass irgendeine Soße so heißt. Ich meine, die Soße müsste ja was extrem Schlechtes sein, damit ich mich beleidigt dadurch fühle, dass die Soße so heißt, wie ich mich bezeichne. Die Soße ist super. Ja, eben. Ist doch ein Kompliment. Also, nennt ja. Sie von mir aus Knasti-Soße. Das ist super. Nein. Wie gesagt, es ist halt immer das, was eigentlich in den Köpfen der Menschen dann passiert. Der eine fühlt sich dann dafür irgendwo auf den Schlips getreten. Egal, ob das Zigeunersoße ist oder Negerkuss oder sowas, wenn ich irgend sowas sage, dann denke ich doch nicht an irgendwie Rassismus und sowas. Ja. Das ist doch total, also zumindest aus meiner Sicht ist das totaler Quatsch. Ja. Aber ich bin ja auch kein Betroffener quasi in dem Sinne. Eben. Oder halt früher, wie man das Spiel gespielt hat, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, ist halt die Frage, welcher schwarze Mann ist der jetzt gemeint? Ja, ich denke. So, da denkt man als Kind überhaupt nicht drüber nach und dann brüllt man das über den ganzen Hof. Ja, und aber ich glaube auch, das hat auch absolut gar nichts mit dunkelhäutigen Menschen zu tun, sondern ganz einfach mit dem Tod. Das kann auch gut sein. Weil der Tod ist für mich auch eher der schwarze Mann. Ja, aber ich habe das auch schon mal irgendwo gehört, von wegen hier bla bla und umbenannt und sowas. Das ist manchmal schon ein bisschen an den Haaren, also die wir jetzt hier zahlreich auf unseren Köpfen haben gerade, herbeigezogen. Du suchst die Haare, du hast ein Fähnchen. Also, dass du eine Fahne hast, ist nichts Haar Neues, ne? Habe ich eine Fahne. Ja, das ist dein eigenes Haar ist geflochten mit sich selber. So, gut. Ich habe immer eine Fahne und du bist immer blau. Ich könnte mir einen Hut aufsetzen. Wir können ja, du hast ja die Fahne nur, weil dein Charakter customisiert ist. Ja, ich hab's nur dummerweise nie gemacht. Ich frag mich, woher diese Fahne kommt. Du meintest ja irgendwann ganz am Anfang mal, dass irgendjemand anders noch bei dir gespielt hätte auf dem Account. Genau, auf dem Rechner hier, ja. Ja. Naja, das ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Wie auch immer. Ich mir echt demnächst mal einen Hut aufsetzen. Wir sollten uns vielleicht mal umziehen hier. Nee, das können wir doch nicht nach fast 200 Folgen tun. Das stimmt allerdings. Die Klamotten haben sich doch gerade gut erst eingetragen. Gut, die kam aber schnell. Die war sehr schnell. Aber wir sind ja Künstler im Künstlichen in die Länge ziehen. Die hat uns gezwungen, uns zu unterhalten miteinander. Ja, das ist echt schlimm. Eigentlich verstehen wir uns ja gar nicht mehr. Deswegen war es schon... Nur noch ums Geld. Genau. Dass wir das gemeinsam hier über die Bühne schaukeln. Ja. Weil einfach die ganzen Spesen stimmen. Ja, richtig. Ja, klar. Aber ich muss sagen, es war schön. Das sagst du jetzt doch nur so. Die Zeit. Damals. Ja. Damals, als wir noch Spaß gehabt haben. Genau. Da war es schön. Nachher glaubt es noch jemand. Ja. Ging ja auch nicht. Nee, aber ich denke, man würde merken, wenn wir keinen Spaß mehr hätten. Wie würden wir denn dann moderieren und klingen? Ja, Leute, es war schön. Hier ist wieder scheiß Portal 2, ne? Wisst ihr halt, wir machen das jetzt mal eben, aber mach's bitte schnell. Ja. Komm. Mach's wie mit dem Pflaster. Schnell und schmerzhaft. Ja, mach's wie sonst immer in der Nacht. Mach's, aber mach's bitte schnell. Augen zu und durch. Gut. Kettenreaktionskomplex 1. War nicht ganz so komplex. Nee. Aber Kettenreaktionen waren tatsächlich da. Von daher passt das schon. Richtig. Vielen Dank, Markus Obi. Ja. Null. Null. Gut. Ja, vielen Dank und ich verabschiede mich. Tschüssi. Tschüss.